wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geistiger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries Beauty, die Myrrhe-Mole-Maske. Wow, jetzt neu von Kreis Industries Beauty, die Myrrhe-Mole-Maske, aber nicht fürs Gesicht, sondern untenrum. Einfach in den Intimbereich kleistern, ein, zwei Gurkenscheiben auf die Teebeutelchen legen und wow, schon prickelt die Haut. Und nach 3 Tagen schält sich alles ab und alles da unten ist wieder seidig glatt. So mag es, Pater Johnson, jetzt neu von Kreis Industries Beauty. Wow, Alter, du bist doch echt... Wow, mit echter Snake-DNA. Ja, schön. Schön, dass du Snake-DNA in irgendwelche Sachen reinpumpst. Was spielen wir ja eigentlich? Ey, die Mausempfindlichkeit, Alter. So, okay. Snake-DNA. Stancy. Aber wir brauchen doch gar kein Licht, weil wir haben doch unsere... Wir haben doch die Drones. Drones, ne? Wir haben doch die Super Drones. Super Drones. Ich weiß nicht mehr, wie man das Licht umschaltet. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das Spiel überhaupt spielt. Wie ging denn nochmal Licht an? F, L, T... Ich weiß es nicht. Meine Drohne ist. Habe ich meine Drohne überhaupt ausgewählt oder muss man die auswählen? Schwirrt um mich eine Drohne rum? Nee, irgendwie nicht, oder? Ja, ich glaube, die muss man nämlich auswählen, weil ich es neu installiert habe. Ach so, das kann nicht sein. Ich habe eine Drohne in the Danger Zone. Na, ich muss ja noch mit einer guten alten Taschenlampe. Mittelalterliche. Mit einer guten alten Sap 4, so heißt die nämlich, Sap 4. Ich habe die Tür aufgemacht und direkt kam hier so ein Gebet irgendwie. Ich lege hier erstmal dem Geist was hin. Hallo, Geistolon. Oh, hier ist das Pentagramm im Wohnzimmer. Die Leitung ist tot. Nee, geht. Welche Leitung? Ja, hier, Strom. Meine Leitung in der Hose ist tot. Meine Hosenleitung ist tot. Wir müssen erstmal wieder reinkommen in das Game. Ich habe hier einen Fußabdruck. Fußabdruck, aber was für einer? Also ein richtiger Stiefelabdruck. Nee, so ein Schimmelfuß halt einfach. So einen schönen kleinen Shangri-La-Schimmel. Shangri-La's Schimmel. Schöner Fungusfuß. Richtig fiesen Fangfuß. Fuß aller Fungi. Wow! Die Würfel am Boden haben sich plötzlich neu angeordnet, als ich reinkam. Es ist voll duschter, das Game. Aber es gibt mir kein Fungi-Signal. Ich habe ein Thermometer. Das Geräusch gehört? Ja, hier ist Wasser an. Irgendwo duscht jemand. Aber frivol. Oh! Ich messe. Ich lauf dir nach. Boah, der zieht mich bis ins Badezimmer und gibt einen Dreier Splitch. Minus 0,5. 0,9 war da eben. Er hat mir eine Dreier Badewanne gegeben gerade. Vorsicht, du hast ja auch Sanity, ne? Du kannst wahnsinnig werden. Noch mehr? Hier ist noch ein Fuß. Kinderfußabdruck. Siehst du ihn auf dem Boden? Das ist ein Kinderfuß, ja. Das könnte ein Kind sein. Guck mal, Thermometer war... Das, oh, die nee. Würfel! Guck mal! Siehst du das? Wo bist du hin? Alter, die Würfel, sie haben sich zu einer kleinen Strichmännchenfigur geformt und sind, als wären sie gelaufen. Mein Gott, Alter! Ich glaube, du hast irgendwelche Anfälle. Dieses dreckige Haus! Das Witcher-Brett, es bewegt sich langsam. Also es ist ein Slowy. Ein Slowy Bratton. Ey, ich geh mal ganz kurz raus, Alter, zu Brad and... Ginger. Ginger, Brad and Ginger? Was war das denn? Blutflecken, Fußabdruck. So. Was ging denn hier eben gerade für einen Film? Ich hab 100 bis 500. 100 bis 500 beim... Wo ist denn die Voodoo-Puppe? Ich hatte einen Dreier-Sensor. Boah, da fliegt die Sicherung. Da spratzelt dem die Sicherung raus. Witcher-Brett bewegt sich langsam. Rundfunk habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also irgendwo war eine Voodoo-Puppe. Ah, war mal noch so ein Heftchen, muss man noch reinlegen. So ein Kritzelheftchen. Hast du eine Temperatur gemessen, zufällig? Ja, es war minus 0,9. Minus 0,9, also minus 5 bis plus 5. Außer
Ich habe sie nicht richtig erwischt. Oh, er kritzelt direkt rein. Ah, die Puppe liegt daneben. Er hat ein Männchen reingemalt. Kritzeleien, Schädel, menschlich? Menschlich, ja, irgendwas. Es geht alles auf Poltergeist irgendwie. Das ist ein Poltergeist anscheinend, ha? Ja, das ist ein Poltergeist. Wenn der Poltergeist jetzt Holster scheißt, ja, dann bist du böse meist. Aber bei der Puppe macht er gar nichts. No Pup? No Pup. Die Puppe, die lässt er in Ruhe. Und geknurrt wird auch nicht. Boah, ist schwierig, ne? Also durchschnittliches Alter, würde ich sagen. Durchschnittlicher Poltergeist. Was hast du denn, also ich habe Partikelzähler, hatte ich 100 bis 500. Genau, 100 bis 500. Langsames Brett. Und bei Elektrosensorfeld, was hattest du da? Da habe ich einen Dreier reingemacht. Okay, ein Dreier Bleach. Hattest du auch einen Dreier Bleach? Als er mich hochgezogen hatte, hatte ich im Bad einen Dreier Bleach, ja. Ja, bei der Puppe muss er was machen. Entweder weinen oder knurren. Es gibt keinen. Also ich meine bei dem Torcorillo. Er muss irgendwas von sich geben. Nehmen wir ein Holy Salz mit zur Verteidigung, falls er irgendwie. Nehmen wir mal an, er weint. Dann wäre er durchschnittlich beunruhigt. Ja, aber. Stimmung. Aber sonst. Also er macht auf mich einen sehr, sehr netten Eindruck. So, nicht wirklich aggressiv. Die Puppe hat da, macht da gar nichts. Bis jetzt, ne? Also weinen oder knurren müsste er noch. Weinen oder knurren. Kann ja ein bisschen mit dem Gerät durchs Haus laufen. Weine mal! Ich habe irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Radiosender. Oh, was wir aber auch noch machen müssen, hier gibt's doch irgendwo ein Ritual. Wir müssen noch die Ritualgegenstände finden, ne? Ach so, oh Gott, dann hol ich mir nochmal eine Kamera. Weil hier ist das Ritual in dem Raum. Hier ist das Ritualzimmer, wir müssen also auch noch die Ritualgegenstände finden. Das wird auch nochmal eine Aufgabe. Für den nackigen Nacktritus. Oh, ich habe einen Spiegel. Die Steine wieder. Der ist irgendwo außerhalb des Hauses. Tja, müssen wohl raten. Also ich sag, dass er. Ich mach einfach mal Wein jetzt. Daten hochladen. Ja, war richtig. Ich hab irgendwo so ein leichtes Flennen auch vernommen. Irgendwas Weinerliches. Wow! Was ist los? Boah, er hat mich übelst angeschrien. Was geht da drin ab? Er war richtig böse auf mich. Mächtig böse, Alter. Richtig mächtig böse. Das Gespenst auf Video aufnehmen. Haben wir ein Fotoapparat hier? Weiß ich nicht. Ist das ein Fotoapparat? Ja. Wir müssen die Bewegung vom Brett filmen. Das war schon mal eine Quest, da haben wir 50 Dollar Lars bekommen. Wir wollen ja auch Klimpergeld, ne? Ja, ja klar. Hast du schon Gegenstände gefunden? Ich habe Schädel, Rose, Traumfänger. Die grünen, ne? Die ja, alles, was so grün ableuchtet. Ja, Schädel, Rose, Traumfänger habe ich. Wie viele brauchen wir? 5, ne? Für jede Stelle halt in Pentanos. Für jede Pentanus-Stelle brauchen wir Üns. Ich höre ihn irgendwo rumlaufen. Kommt näher. Oh Gott. Wow, wow. Alter, der hat mir eine Schelle gegeben. Oh, Alter, mir hat er einen Daumen hinten reingedrückt. Ja. Mich versucht er nach Wisconsin irgendwie zu verführen.
Taschenuhr habe ich. Der hat versucht, mich irgendwie nach Wisconsin zu verschleppen. Auf jeden Fall hat er irgendwas davon genuschelt. Was, im Keller unten? Boah, Alter, ich werd gecatcht. Keller-Catching. Ich werd nach oben entführt. Hat er mich ja damals auch gecatcht im Keller. Jetzt fange ich irgendwie an zu zittern und meine... Boah, Alter! Boah! Ich bin tot? Wie, warum? Nee, ich lebe noch. Oh, war ganz knapp. Ich muss hier raus. Der macht richtig Terror bei mir. Alter, was ist jetzt los? Ich höre irgendwie so ein Fappen. So ein Fappschmatzen. Hast du es gehört? Der hat doch irgendwie in der Ferne gefappt. Das hat doch Fernfapping. Ich habe mal abgefappelt, Alter. Ich habe 5 Gegenstände gefunden insgesamt. Okay, jetzt müssen wir erst hier die Geisterriten machen. Das Ritus-Ding. Aber es hat auch geklimpert, ne? Also materialisiere den Geist, haben wir jetzt gemacht. So. Salz. Gewöhnliches Salz. Was war jetzt nochmal? Beunruhigt? Ist schon durch, du musst nichts mehr machen. Ja, aber ich muss es bei mir eingeben, damit ich die Dings hab. Ach so, durchschnittlich beunruhigt. Okay. Das steht auch da nochmal. Poltergeist durchschnittlich beunruhigt. Okay, jetzt wieder Salz. Ich bin nur durchschnittlich beunruhigt. Ich bin nur durchschnittlich, in modernen Zeiten. Normales Salz. Normales Salz, oder was? Muss rein. Hab ihn erwischt, mit Salz. Okay. Ich hab ihn direkt schön abgesalt, wie so eine alte McDonalds-Fritte. Ich hab ein Weihwasser in der Hand. So, als nächstes braucht er Weihwasser. Ja. Alle Türen im Haus öffnen, Voodoo-Puppe ins Haus bringen, Pentagramm-Ritual. Okay, wir müssen alle Türen im Haus öffnen. Und wir müssen ihn durchschnittlich weinen. Was war? Ich hab ihn geweiht. Es war aber ein merkwürdiges Weihritual. Wieso, hat er gerietet? Nee, ich habe rechte Maustaste gedrückt und das aus Versehen erst weggeworfen. Dann habe ich zum Glück schnell wieder aufgehoben und er konnte dann das Weihwasser auf seinen... Wir müssen alle Türen im Haus öffnen. Boah. Haben wir irgendwie Tabletten, Alter? Mir geht's nicht mehr so gut. Ich bin auf dem Dachboden. Was denn? Schwengelgolds, die waren hier recht teuer, ne? Naja, die sind recht teuer. Ich bräuchte aber auch mal so eine Schwengel-Ladung im Mund. Eigentlich müsste mir jemand mal ordentlich ins Maul schwengeln. Ah, ich hab aber jetzt... Ich bin ein bisschen vernünftiger jetzt geworden durch die Pillen. Was mag der denn nicht? Heiliges Feuer. Was müssen wir noch? Ich nehme mal die Türen alle offen? Mit. Nee. Oh! Boah, der ist aber auch wild. Du hast ihm richtig ins Auge gesalzt, wie auf die Knie gehen und sagt, oh, ich hab Salz im Auge. Ihr seid ja übelst gemein. Das nicht cool, Leute. Können wir eine Auszeit machen? Es fehlen noch irgendwo Türen, aber ich weiß nicht wo. Hier oben habe ich alle. Im Keller? Gab's da nicht so eine Keller-Hafentür? Ich weiß nicht, warst du oben? Ja. Alter, er klebt ja an der Decke. Das ist doch der nächste Step, den wir jetzt brauchen. Alle Türen, ja, alle Türen im Haus öffnen. Alter, die haben sogar ein Boot hier unten. Dekadenz kennt einfach keine Grenzen. Pappel gehört. Wow, er hat mir so eine Wisconsin Slap gegeben. Wisconsin Slapfab. Ich finde die verranzten Türen nicht. Nee, ich auch nicht. Irgendwo ist eine scheiß Ranztür. Er macht doch immer wieder welche zu. Im Keller habe ich alle. Wo ist denn hier noch eine? Boah! Alter, der gibt aber. Der ist scared, ne? Ist noch eine. Zwischentür. Da ist auch noch eine Zwischentür. Er hat mir eben gerade eine Tür in die Fresse gehauen. Alter, ich habe ihn eben gerade. Ich habe gar keine Sanity mehr. Ich brauche unbedingt Vernunftpillen. Von Schwengelgold. Die machen vernünftig, ey.
Dr. Schwengel Gold. Dran lecken und vernünftig werden. Ist nur so eine fiese Zwischentür gewesen. Ah, die kosten 200. Ja, ja. Die Fapple Gold. Ja. So, und jetzt Voodoo-Puppe ins Haus bringen. Also einfach einmal hochheben und wieder hinlegen quasi. Die ist aber nicht mehr hier. Die ist eins weiter. Da, die ist. Warte. Hier. So, raus, rein. Und jetzt Pentagramm-Ritual. Da brauchen wir den Dolch, den Pentadolch. Und da müssen wir dann das Pentaberat absolvieren. Pentaberat hatte, hä? Die fünf goldenen Köpfe. Schwengel. Die fünf Schwengel der Gerechtigkeit müssen sich zusammenfinden und ihre Spitzen müssen sich berühren. Nur dann können wir das Schicksal... Aber das steht hier gar nicht. Doch, Leute, ihr habt das falsch übersetzt. Hast du alle Gegenstände hier griffbereit? Irgendwie liegt hier alles rum, irgendwo. Wo genau, kann ich jetzt nicht sagen. So, jetzt geht's los. Muss ich die aufheben oder du? Egal, oder? Es bläumt dann irgendwie auf. Die Maske, ich habe jetzt die Maske in der Hand. Ich hab den Schädel. Wir dürfen halt nicht in diese Dinger da rein. Schädel, warte. Nee, will er nicht. Wie war denn das nochmal? Muss man den werfen? Nee, eigentlich nur, ich schätze mal, eigentlich muss man da alles nur mit Maus. Rose will er da hinten. Wo ist die Rose? Die liegt ja auch irgendwo rum, aber... Da, vor dir lag sie. Aber jetzt ist sie eh wieder weg. Jetzt will er Rasiermesser oder Taschenuhr oder was das ist? Ja, eine Taschenuhr, die müsste ja auch irgendwo liegen. Was? Ja, wir haben es versaut. Normal machen. Nochmal einen neuen Dolch holen auch. Oh, Zauberbuch, ich verfluche dich. Was? Ich hab's weggehauen. Ich hab ihn weggehauen. Mit Gült. What? Hey, das Zauberbuch hat sich zu spät aktiviert. Ich hab ihm eigentlich einen goldenen Schmalz gegeben. Warte, Ritualdolch. Goldene Bombe. Geisterkugel. Bist du tot? Achso, du kommst ja wieder, stimmt, man kann ja wiederkommen. Dann warte ich hier auf dich. Ja, wenn man alle Kugeln kriegt, die sind schnell, Alter. Ja, was schaffst du? Das schaffst du. Okay, ich habe einen, habe ich erwischt. Da oben fliegt die nächste. Zwei habe ich erwischt. Hier flog noch eine um die Ecke gerade. Huh. Drücke doch eh, was ist mit dir, Kugel? Wir müssen uns die Sachen besser hinlegen. Das war zu chaotisch. Boah, ey, der gibt aber auch hier Ohrfeigen und alles richtig. Richtiger Hasslon. Richtiger Hasslon. Er rennt den Geisterkugeln irgendwie hinterher. Hä, wo sind die Objekte jetzt alle? Mein Schädel habe ich hier, aber... Oh, das ist ein Bündel Geld. Bei meiner Leiche müssten die ja liegen. Wie viel hattest du denn? Deine Leiche ist weg. Eine Rose habe ich hier und eine Maske. Ja, genau, das waren die, die ich hatte. Und was fehlt da noch? Also Schädel, Rose, Maske. Taschenuhr. Das muss alles da liegen. Notfalls nimm eine Cam, dann leuchten die ja extrem. Oh, ich muss jetzt erstmal gucken hier. Was schützt denn noch? Vielleicht hole ich noch einen Weihspritz. Eine goldene Granate. Goldene Granate. Aber guck mal, Weihwasser ist billiger. dann im Weihwasser. Ey, der ist hier richtig am Upsteppen. Aber so richtig auf Murderer-Basis. Hast du alles hingelegt? Ja, warte, hier vorne liegt irgendwas, was ich davor nicht gesehen habe. Hä, wo ist das denn? Da liegt der... Der Traumfänger. Ich hole jetzt schnell Ding.
Den Dolch. Haben wir jetzt... Nee, aber hier liegt ja immer noch nicht die Taschenuhr. Wo ist die? Keine Ahnung, hier liegt eine Kamera. Nimm die und such sie. Ich hol schon mal den Dolch. Die Taschenuhr liegt... Boah, die ist quasi nicht zu sehen, ey. Ich nehme jetzt Taschenuhr und Traumfänger direkt in die Hand. Geht nicht, weil... Achso, wegen der Kamera. Hast du die Taschenuhr? Ich habe Taschenuhr und Traumfänger in der Hand. Okay, hier liegt die Maske. Ich aktiviere. Maske, Rose, Schädel liegen ja noch. Ich habe Maske und Rose. Hat das funktioniert? Ja. Mit linke Maustaste oder wie? Ich weiß es gar nicht, ich habe alles gedrückt. Ja, draufwerfen, draufwerfen. Mit G oder was? Mit rechter Maustaste. Rechte Maustaste, okay. Ich habe Taschenuhr und Traumfänger. Das ist dann wahrscheinlich hier irgendwo, aber... Jetzt nur noch deine. Oh, das ist... Ja, das ist ein Männchen. Der macht irgendwie so ein Walking People. Taschenuhr? Ne, ist nicht da gelandet. Näher ran. Du musst näher ran. Du musst richtig so drauf. Jetzt richtig nah ran. Ja, hat funktioniert, hat doch funktioniert. Aber ich stecke irgendwie fest. Was? Oh, ich war gefangen im Pentagramm. Irgendwo muss der Traumfänger jetzt rumliegen. Ich hab ihn. Ja. Oh nein, die Taschenuhr fehlt. Hä, aber sie... Ich hab sie hochgehoben hast. Ja, nee, du hast sie da nochmal hoch... No, jetzt hat er mich auch erwischt. Oh. Ich krieg sie nicht. Wo liegt sie denn? Hier. Ja. Was? Die Taschenuhr zählt irgendwie nicht. Hä? Jetzt. Oh, ey. Jetzt muss ich den Chokeballo holen. Stimmt, der Chokeballi. Den muss man ja chokeballen. Alter. Jetzt sind wir wieder drin im Game. Ich renne, ich eile. Moment mal, das ist ein Geistjäger, der hat Ausdauer. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Hä, Ausdauer? Was? Da! Er wird gechoked bald. Das Universum hat angefangen zu leuchten. Oh, 1000 XP gab's dafür. Alter. Kurz vor Stufe 17 bin ich. Ich bin erst Stufe 13. Er hat wieder eine Hobby-Ambition, glaube ich. Nein. Hobby-Game. Round 2, ne? Round 2. Ja, wenn er will, kriegt er eine Salbung. Nehmen wir mal hier. Direkt hier Standard-Salbio. Und eine Kamera. Ah ne, dann habe ich nichts zur Verteidigung. Muss natürlich raten, aber ich nehme mal eine Silberdollarbombe mit. Schöne Silberdollarbombe. Schöne Silberdollarbombe. Falls er Lust hat, kann er sich ja melden. Muss unbedingt meine Drohne wieder reinmachen. Bei mir ist halt alles zurückgesetzt worden, weil ich das Spiel neu installiert habe. Schöne Silberdollarbombe. So, was haben wir für Aufgaben? Wir müssen alle Queste mitnehmen. Wir brauchen Geld, wenn der neue Content kommt. Alle Türen aufmachen, gibt's 50 Dulas. Das Foto von den Spuren Flecken des Gespenstes machen. Echt? Fünf! Wow. Eine extreme! Moment, du hast Flecken und eine 5. Ich hab Flecken und eine 5, Alter. Fleck 5. Das könnte ein Vampir sein oder ein Krampus sogar. 5er Fleck Mac Mac Doodle. Wo waren denn die Flecken? Weil da kann ich ein Foto davon machen. Fleckensohn. Blutflecken. Warte, Thermometer haben wir nicht. Feldsensor 5. Ansonsten haben wir noch nichts, oder was? Nein. Die Flecken. Vorsicht, die waren hier. Warte. Ja. Einer müsste mal geschnappt werden, damit wir Temperatur hätten. Wir müssen alle Türen im Haus öffnen.
Das gibt ein paar Dulalas. Wenn du willst, kleinen Dula, dann du musst öffnen die Tür. Das ist alte Technik aus Tschechien von Bijolas. Der große Bijolas Geistermann, er hat gefangen, beste Geister der Stadt. Er hat Vampire gefangen, er hat Dämon, er hat Golem, er hat alles. Er hat alles gefangen, auch ein bisschen mit Knoblauch. Knoblauch. Er war bei Zahnarzt, der ihn gemacht hat, Knoblauchbrücke. So konnte er Vampir zurückbeißen und war in der Szene weltbekannt. Ja, stell mal vor, du kriegst sowas. Zähne aus Knoblauch. Wladimir der Beißer nannte man ihn. Wladislav der Beißer, Mann. Er sagte, nein, beiß mich nicht. Ich bin doch nicht Wladislav, aber doch, ich beiß auch dich, mein Freund. Wo ist denn hier eure Tür? Autsch, ich werde entführt. Oh, ich habe aber nichts zum... Er hat mir alles aus der Hand geschlagen. Hat mich ins Garten geschleppt. Oh nein, mir ist der Fels denn so aus der Hand gefallen. Aber wo ist denn hier wieder eine Tür? Wo hat er dich hingeschleppt? Nach oben? Nee, im Garten. Er ist irgendwie auch extrem hot. 25 Grad. Richtiger Hot Ghost. Ich guck mal, ob es hier im Garten ektoplasmische Spuren gibt. Vielleicht hat er dich ja irgendwo angespritzt. Ich weiß es nicht. Thermometer. Hot. Oh, gibt's nicht. Er hatte so ein kleines Taschenmesser, so ein... Wie meine Oma hat immer Hümmelken gesagt, ne? Diese kleinen Kartoffelschälmesser. Hümmelken. Notizblock ist chaotisches Gekritzel irgendwie. Kritzeleien. Er knurrt. Mach ein Foto von den Kritzeleien, dann kriegst du nochmal Dollar. Echt? Ich glaube schon, ja. Ja, Kritzeldollar. Knurren. Und Slowbrett. Oh, hier war was. Jetzt ganz kurz geknattert. Die Puppe hat er weggeschossen. Ja. Keine Ahnung wohin, aber die Puppe ist weg. Oh, hier knistert's gerade. Oh, es wird kalt. Minustemperatur. Minus 5. $500 bis $1,000. Okay, warte mal. Wir haben Blutflecken und wir haben... Notizblock, Kritzeleien. Wir haben 5 EMF. Blutflecken, Kritzeleien, Partikelzähler, 500 bis 1000. Das gibt aber, guck mal, das gibt aber nichts. Hä? Aber es sind doch eindeutig Kritzeleien, oder? Schädelmenschen. Fußabdrücke hinterlässt keine Spuren. Da wäre es ein Wendigo. War das ein Blutfleck oder war das irgendwas anderes? Was gibt's denn noch? Blutflecken, Fußabdruck? Sonst gibt's ja, hinterlässt keine Spuren. Für mich sah das aus wie ein Blutfleck. Das sah aus wie ein Fleckcheck. Ist das ein Geist, den wir vom Level her noch gar nicht haben können? Ja, das ist ein Fleck. Oder etwas nach mir geworfen. Das ist definitiv ein Fleck. Alle Türen öffnen haben wir auch noch nicht. Obwohl ich die ganze Zeit Türen öffne wie ein Wahnsinniger, aber er macht immer wieder zu. Er sagt, seid ihr bescheuert? Ihr lasst die ganze Stinkeluft raus. Witcherbrett bewegt sich langsam. Rundfunkempfänger knurren. Hast du die Voodoo-Pop hier schon irgendwo hingelegt? Ja, hatte ich, glaube ich. Aber die weggeschleudert. Oder habe ich noch im Van? Weiß ich nicht. Oder war es eine klassische Schleuderpuppe? Ne, die hatte ich rein. Keine Puppe. Aber wo hast du sie hingelegt? Naja, direkt da beim Brett und so. Eben habe ich sie wieder gehört. Eben habe ich die Puppe fliegen gehört. Ist es ein Wendigo? Aber das war ja ein Level 20 Geist. Den können wir doch gar nicht haben. Hä, wo ist die Puppe hin? War es vielleicht Red 3? Die Puppe höre ich ja immer die ganze Zeit irgendwo fliegen. Ist doch verglitscht. Ich sehe die irgendwie vom Himmel fallen. Wo ist denn der Partikelzähler? Vielleicht ist es ja auch... 500 bis 1000 stand drauf. Nee, der hier, der ist Red 3, oder? Guck das doch mal an. Da leuchten auch unten die roten.
war ja was. Du meinst bei EMF, ne? Bei EMF, ja. Wenn es Red 3 wäre, könnte es Dunkelheit oder Marionette sein und dann Blutflecken und Thermometer. Das gewesen sein. Dann ist es eine Mario, dann ist es eine Dunkelheit. Was hatten wir für Thermo? Aua, ich habe eine Schelle gekriegt. Ich bin eingesperrt. Dunkelheit, Senior. Puppe wirft oder hebt? Das ist die Frage. Hilfe! Oh, lass mich raus! Ja, das ist ein Red 3. Das ist ein Red 3, okay, warte. Oh! Was? Passiert? Oh, vor mir war so eine finstere Boogie-Gestalt. Ein alter, gequälter, dunkler Mann. Nee, Senior gequält, oder nicht? Deswegen sage ich ein Alter. So. Also, ja. Quantum? Quantum? Alte Gequälte? Wir müssen auch wieder die Ritualgegenstände finden, ne? Er hat mir die Taschenlampe aus der Hand gepeitscht. Ah! Oh mein Gott! Alter, wie läuft der da? Was ist ja, ja, der macht irgendwie so Lubumbu-Yoga. Da ist die Voodoo-Puppe, by the way. Die fliegt immer noch. Mit den Lumbo-Dance. Hier ist der Traumfänger. Alter, was macht er da oben? Hat er oben irgendwie eine Kommode? Er ist auch Möbelverrücker. Da hängt er! Ich hab nicht getroffen. Ich wurde gerade mit der Goldenen. Weißt du, wo das Pentagramm ist? Ja, im Wohnzimmer, wo du den hier. EMF hingeworfen hast, ja. Das Pentavirat. Ich fand es toll. Ja, aber das ist auch nur für Typen wie uns gemacht. Ja. Mike Myers hat das extra für so clumsy Dudes gemacht. Ich habe eine Gold Bomb. Er hat die Tür wieder versperrt. Boah! Hier, er hat sie gefangen und starrt sie an. Was ist das? Bam, in deine Fresse komplett. Boah, ich musste ihm direkt einen Salzsack in die Hand geben, weil er stand an der Tür und hat gesagt, kommst du nicht raus. Er will Zauberbuch und 5 Lichtschalter. Da macht der große Zaubermann. Guck mal, er macht wieder die Tür zu. Alter, da macht er richtig Action. Fußmatten verrücken und so ein Dreck. Der galoppiert regelrecht hier durch, ne? 5-mal Licht. El Gloppo Galoppo. 2. Ist die Taschenuhr? Brauchen Licht überall. Boah! Ich mag den nicht. Ja, mit seinen Fab-Moves. Ich brauche auf jeden Fall hier mal so ein Weiß-Bleach. Er ist ein Trick-Fapper. Alter, der macht ja richtig einen auf. Der will sich jetzt nicht beruhigen. Er hat gesagt, das Obst im Haus, alles da. Der ist richtig auf böse. Die Menge an Spielzeug haben wir nicht gesehen und deswegen ist er sauer. Oh Mann. Ja. Er ist Zauberbuch. Wie geht denn Zauberbuch? Ich weiß es nicht. Ich konnte es vorhin irgendwie nicht richtig. Muss er sich da eintragen? Muss er das fangen, oder? Der muss sich in mein Freundschaftsbuch eintragen. Oben im Bad ist noch ein Schädel. Oh Gott, er kommt direkt auf mich zu. Ich kann nicht hoch, weil er hat die Kommode verrückt. Boah, er hat mir Ohrfeige gegeben, Alter. Er ist nämlich in der Gewerkschaft der Möbelverrücker. Er macht einen auf Gewerkschaft. So ein Gewerkschaftsmöbel. Ja, Zauberbuch. Er hat mir Kamera weggenommen. Aber ich habe ihm Hamre Zauberbuch in die Nase gespritzt. Aber es wird er richtig. Alles rot. Er hat irgendwie Phase 2 erreicht, seiner Wut. Warum ist die Dunkelheit so krass? Ich kann auch nicht mehr rennen. Aber wahrscheinlich, weil er meine Sanity versaugt hat. Alter, hier fliegen Sachen durch die Gegend. Er ist super aggro. Vernichtendes Licht. Alle Lichthalter ausschalten. Vernichtendes Licht. Und dann können wir schon Pentagrams. Hast du schon alles hingelegt oder fehlt noch was?
Warten, fehlt noch was, glaube ich. Weiß es nicht. Pentaflecken sehe ich hier. Oh, jetzt ist er... Hier, dann macht er hier die Tür zu. Ich habe hier liegen 4 Gegenstände, oder? Was fehlt denn noch? Die Rose fehlt noch. Die Rose. Vielleicht hier Badezimmerrose? Hm, nee. Garten. Keller. Wo ist der Keller? Ich finde den... Küche. Da hinten, wo ich bin. Da, so, wo... Ja. Naja. Au! Aua. Oh Gott, die Reise nach Wisconsin will er mit mir zusammen machen. Oh Gott! Boah, ich habe ihn gecrossed. Ich habe jetzt im Keller gerade spontan nichts gefunden. Und ich habe 0 Sanity. Ja, dann raus erstmal, oder? Ich muss ganz kurz wegrennen hier. Boah. Alter, das ist... Ey, da ist eine Anspannung drin, du. Da ist eine Anspannung drin. Na, die lässigen Phasmo-Days sind over. Die wholesome Phasmo-Days. Hast du dir eine Cam mitgenommen oder sowas? Nee. Kostet Geld. Ja, aber für Surviven. Ey, Kruzifix, er hat Angst vor Kruzifix. Und Kruzifix ist recht günstig für 3 Verteidigungen. Ich hab hier noch, so ein Ding, so ein Räucherschmand. Kann im Garten auch Gegenstand liegen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ne, ich sehe aber nix. Boah, er war ganz kurz in mir. Ich bin auch echt sexy, ne? Ja, schon. Ich sehe aber nichts leuchten. Guck mal, hier hinten ist noch Nachbarschaftsgebiet. Hä? Ach, das vernichtende Licht. Vielleicht irgendwo oben. Ich finde die Kackrose nicht. Er hat mir die Kamera aus der Hand geschlagen. Ja, macht er gerne. Es gibt einen Detektor für verfluchte Objekte. Boah, die Dunkelheit. Die Rose. Ich kann damit die Rose orten. Die Rose ist 3 Meter. Nee. Hä? Nimm mir das mal in die Hand, du hast Licht. Hier. Du kannst damit die Rose orten. Du musst das auf Rose 7 einstellen, Meter. Falls. Welch im Keller? 10 Meter, 5 Meter, 3 Meter. Ne, wenn dann oben, oder? Wir können gerade eh nicht hoch. Der macht gerade richtig. Jetzt können wir hoch. 6 Meter, 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter. Hier liegt sie. Na, kannst du einsammeln? Ich kann. Warte. So. Achso. Hol den Dolch, hol den Dolch aus dem Van. Die Gegenstände liegen alle da in einer Ecke. Kamera brauche ich jetzt auch nicht mehr. Dolch. Oh! Okay, wie geht das mit dem Dolch? Einfach hin? Einfach so, ja. Dolch steckt. Jetzt, ich nehme mir Schädel und Rose. Ich hab Masse. Raumfänger da hinten. Oh, hab ich gerade nicht da. Flucht. Oh, hier ist wenig Platz zum Ausweichen in der Ecke. Uhr da hinten. Oh, weg. Nur noch ein Versuch. Ja. Oh. Ich habe keine Sachen in der Hand, um mich zu wehren. Oh, no. Er hat mich, jetzt liegt mein Kram natürlich auch da. Ich sehe nichts. Ich habe einen Geisterball. Ich habe die Maske. 2 Ball. Nein. Hab ihn abgewehrt. Hätte mir alles aus der Hand geschlagen vorhin, der Penner. Was will er denn? Verdammt, nur die Drecksuhr. Ich hab die Uhr nicht dabei. Ich hab alles, nur nicht die Uhr. Ah, wir müssen ein neues Ritual starten. Boah. Und jetzt catcht er mich hier noch, oder was? Richtig asoziales Dreckschwein. Ich finde keine Bällchen. Ich finde keine Belebungsbällchen.
Der da hinten rumläuft, ey. Tarzan. Ja. Ein goldenes Licht, ein blaues Licht. Wo ist es hin? Hä, wo ist der Schädel? Alter, ich hab gar keine Sanity mehr. Geisterball. Mein Gewürzsäckchen aus der Hand geschlagen. Ich hab übelst Geistergewürzprobleme hier. Ich finde den Schädel nicht mehr. Liegt der irgendwo? Ah, hier, den Schädel hab ich. Jetzt, was hatte ich, was gab's noch? Schädel, Rose, Traumfänger, wo liegt der? Schädel, Rose, Maske, Traumfänger. Gut, der Traumfänger muss ja irgendwie leben, der gestorben ist. Oh! Alter! Boah, ich wäre weg gewesen, wäre da kein Feuer gewesen, du. Ey, diese Bällchen heute, die machen mir Probleme. Du hast richtig Ballstress. Ich habe richtig Ballstress. Jetzt bleib stehen, Ball! Ich fang mich. Das ist schlimmer als Heroin Hero, Alter. Puh. Ich finde den Traumfänger nicht. Ich bin wieder da. Oh. Au, er gibt mir auch eine Außenmannkelle hier. Boah! Er hat mich. Ich bin tot. Boah, ich hab keine Ahnung, wo er den Traumfänger hingeschleudert hat, du. Ich hab alles. Buch. Schädel. Maske, aber der Traumfänger ist weg. Was jetzt echt ein Problem ist. Hast du mit der Kamera gesucht? Ne, ja, aber vielleicht nimm mal den Detektor. Der liegt oben halt, ne? Das ist ja oben, glaube ich, weggeschmissen. Ja, ich finde den nicht. Ich habe mit der Kamera gesucht. Ich finde den nicht. Vielleicht ist er auch irgendwo anders ins Haus, weil der Schädel, der lag auch völlig woanders. Ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht hat er es irgendwo verteilt. Ich kann gerade nicht nach oben, weil er den... Ich finde hier oben keine Orbs. Oh nein, er hat mir das Kruzifix aus der Hand geschlagen! Lebst du noch? Ja, aber... Ja, keine Ahnung, was machen wir jetzt? Alter, da fliegt die Taschenlampe! Keine Ahnung, ich finde keine Orbs. Ja, hier fliegt eine Taschenlampe rum. Hä? Die wurde eben gerade wirklich so weggezogen. Ich finde keine Orbs. Könnte im Garten sein, die Orbs? Gartenorb? Nö. Hier liegt was auf dem Tisch. Traumfänger. Ja. Ich hab den Traum... Hat er mir den jetzt wieder aus der Hand geschlagen? Ja, Ah, er ist richtig wütend. Er hat richtig Probleme mit dem Traumfänger. Ich finde keinen einzigen Orb. Viele waren oben unterwegs. Es gibt doch immer einen Startorb, oder? Weiß ich nicht. Die Frage, gehe ich so lange raus und warte, bis du wieder da bist? Ja, gehst du lange raus. Das Risiko ist viel zu hoch. Junge. Ey, das gibt's doch nicht. Oder kann ich gar nicht mehr zurückkommen? Aber da steht ja 0 von 5 oben. Ja, normalerweise schon. Aber hier ist kein einziger Orb. Ich weiß nicht, wo der ist. Dann geh mal suchen. Im Keller, oben. War ich überall. Du hörst die auch. Du hörst die auch. Die werden ja auch lauter. Dieses Summen. Die haben so ein Brummen. Ein summendes Brummen. Im Keller nicht. Ja, ich hör's. Da war er ganz kurz irgendwie im Boden. Hä? Ich glaube, die sind bei mir verglitscht. Weiß ich nicht, manchmal sind es. Also bei mir waren es oft mehrere, die dann durch die Gegend fliegen eigentlich.
Nö, Alter. Dann, bevor ich jetzt Geld für einen Dolch ausgebe, fahre ich lieber heim. Also ich gucke jetzt noch einmal durchs Haus, aber nö. Hier brummt nichts, ich sehe nichts. Krass. Was war das? Ja, wahrscheinlich alle Türen geöffnet. Ich höre hier ein Brummen. Ah ne, das ist die Kommode, die ja verrückt. Hier ist ja gut, so. ich fahr heim. Ja sonst gut, fahr heim. Ich find hier nix. Ne, kein einziger Orb. Du kriegst gar nichts. Wie unfair ist das denn, ne? Ja. Richtig gequält. Na gut, XP. Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Tschüss.